Queer Amnesty läuft auch hier beim CSD Straßenfest bei der Parade mit. Wir sind jetzt gerade in der Mönckebergstraße. Neben mir steht Ben Reichel von Queer Amnesty Hamburg. Ben, wir haben ja hier die Ehe für alle jetzt in Deutschland, aber in anderen Ländern sieht es überhaupt nicht rosig aus. In wie vielen Ländern ist denn noch Homosexualität kriminalisiert und in wie vielen Ländern steht darauf die Todesstrafe? Oh, in sehr vielen Ländern ist Homosexualität in der einen oder anderen Form kriminalisiert. Also überall auf der Welt werden LGBTI, also Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans und Intersexuelle diskriminiert, zumindest verfolgt, teilweise auch staatlich verfolgt, misshandelt, gefoltert, vergewaltigt, aber eben auch sitzt im Todestrakt, im Gefängnis oder werden vergewaltigt. Ja, es geht hin bis zur Todesstrafe, zum Mord. Zu diesen Ländern, wo es die Todesstrafe noch für Homosexuelle gibt, gehört ja auch Saudi-Arabien beispielsweise. Die deutsche Regierung hat Geschäfte mit Saudi-Arabien laufen. Was macht denn Queer Amnesty? Also übt ihr auch Druck auf die Bundesregierung aus? Ja, also wir sind natürlich hier die ehrenamtliche Gruppe in Hamburg. Ganz so machtvoll sind wir nicht, aber wir gehören ja alle zur großen Mutterorganisation Amnesty International, und Amnesty International trifft sich einmal die Woche mit dem Auswärtigen Amt, und dort werden solche Informationen auch getauscht und ja, in gewisser Weise auch Druck ausgeübt. Du hast vorhin das Thema Vergewaltigung angesprochen. Corrective Rape beispielsweise gibt es in Südafrika. Jetzt auf dem Papier hat Südafrika weltweit die fortschrittlichste Konstitution, was so LGBTIQ-Rechte angeht. Aber in der Realität und in der Gesellschaft ist es nicht angekommen. Kannst du was uns über Corrective Rape erzählen? Ja, Corrective Rape, das ist dieses unschöne Wort, was man lieber in Anführungszeichen gesetzt haben möchte, wenn es geht um die korrigierenden Vergewaltigungen an lesbischen Frauen. Also so nach dem Motto, die muss nun mal richtig eingeritten werden. So werden die vergewaltigt. Das ist gang und gäbe in einigen Ländern, besonders auch in Südafrika. Und das Spezielle daran ist, dass die Täter nicht verfolgt werden. Die kann man kaum vor Gericht kriegen. Die Polizei tut dann nichts. Die gehen straffrei aus, weil das ja eine gute Tat war. Und das ist ein Riesenproblem in vielen Ländern. Du sagtest, ihr seid hier in Hamburg aktiv. Seid ihr jetzt ja auch in der Unterstützung der Geflüchteten aktiv? Oder was ist so das Kernthema eurer Gruppe hier? Also Geflüchtete, da haben wir uns natürlich beteiligt. Amnesty International ist ja eher so die übergeordnete Menschenrechtsgruppe. Die sagt den Staaten nicht im Detail, was sie tun sollen. Aber wir haben privat über unsere Asylarbeit, die wir leisten mit Beratung zum Beispiel, hinaus haben wir auch Leute aufgenommen, haben uns um Fälle gekümmert. Das haben wir privat noch nebenbei gemacht. Das hat aber ganz schön unsere Kapazitäten gebunden. War sehr anstrengend. Ansonsten, unser Schwerpunkt ist dieses Jahr Intersexualität. Das heißt, die Menschenrechtsverletzungen, die hier in Deutschland